Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Vielleicht macht ihr es genauso wie ich und wascht euch primär mit Seife. Ich benutze eine Aleppo-Seife für meinen gesamten Körper und für die Rasur. Wie man hier sehen kann, auch mega erfolgreich. Aber das liegt an meiner komischen Rasiertechnik, nicht an der Seife. Und eine Lush-Seife für meine Haare. Und ich habe immer das Problem, dass ich die halt nirgendwo richtig hinlegen kann, weil dann hat man auf den Fliesen, wenn die Seifen antrocknen, ja immer einen Rest, der zurückbleibt. Und das ist nicht nur verschwenderisch, sondern auch mega scheiße zu putzen. Und ich habe mir aber Abhilfe geschaffen. Das ist vielleicht nicht das Beste, was es gibt, aber das ist das, was für mich funktioniert. So, die Abhilfe ist einfach und kostengünstig. Wie ihr sehen könnt, so sieht das halt bei mir immer aus, wenn es dann antrocknet. Und ich hab dann einfach einen normalen Badeschwamm genommen und stelle die Seifen da drauf. Also das trocknet dann hier trotzdem noch so ein bisschen an, aber dann kann ich ja den Schwamm benutzen, um mich damit dann quasi einzuseifen und habe da sogar schon ein bisschen Seife drauf. Und wenn man das da drauf deponiert, dann habt ihr nichts auf den Fliesen, sondern halt nur auf dem Seifenschwamm und da kriegt ihr es ja halt ganz leicht auf eurem Körper. Wenn ihr eine andere Technik habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, ich kann mein iPhone hier abstellen. Oh, jetzt wackel ich nicht mehr so sehr, voll cool. Daumen hoch für eine, was ist das? Eine Haargeldose. Ja, wenn ihr eine andere Technik habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß, in so Ostalgie-Shops kann man solche Seifenbeutel kaufen. Die habe ich allerdings nicht ausprobiert, weil ich halt keine Lust hatte, für einen Beutel, der 2 Euro kostet, 3 Euro Versandkosten zu zahlen. Und es gibt es bei einem in Oberhausen, das ist bei mir in der Nähe, aber da bin ich noch nicht hingekommen. Deshalb muss jetzt ein Schwamm herhalten. Wenn ihr was Besseres wisst, schreibt es mir drunter in die Kommentare und wir sehen uns.